habe ja selber ja auch einen Reverb-Algorithmus geschrieben, den würde ich unbedingt gerne hier einbauen wollen. Ne? Das wäre natürlich auch. Ja, aber ja. So, ich könnte es natürlich machen, dass ich mir eine Leitung lege zu meinem Mixer hin, dann über meine Software gehe, also über FL Studio und da dann den Reverb auslesen lasse. Aber hat man gewisse Latenzen, also die sind natürlich nicht hoch, man spürt die nicht, aber man hat gewisse Latenzen. Und zum anderen widerspricht das einfach dem modularen Prinzip, dass man doch irgendwie wieder den Rechner benutzt. Ich möchte ja eben nicht am Rechner sitzen. Ja. Das Einzige, was zum Rechner geht, ist einfach der Output. Der Rest, den will ich hier machen. So. Und Also ich habe zuerst lustigerweise auch gedacht, ich würde im Rechner vielleicht noch ein Delay oder ein Reverb nutzen und habe deswegen gesagt, ich habe das so geplant, dass ich 5 Ausgänge habe. Mhm. Also das wird schon reichen. Ich werde hier drin extrem viel vormischen, ich schicke 1-2 Sachen dann raus über das Ferrofisch wieder rein, auch dass ich über Nuendo dann wieder ins Modularsystem reingehen kann, weil ich dachte, das kann auch sein, ich spüle irgendwas, sagen wir mal ein Klavier und mache eben keine Samples hier im Modularsystem, sondern schicke die Sachen da rein oder ein einfaches Audio-File. Das macht auch wirklich Sinn, aber ich habe nachher für mich festgestellt, die Effekte in Nuendo zu machen. Ja, es ist technisch machbar, aber es macht irgendwie auch nicht diesen Spaß. Richtig, ganz genau. Das ist es einfach. Ne? Also das Einzige, was ich jetzt sagen würde, wo man mal mit mehreren Spuren in den Rechner gehen kann, ist eben mit mehreren Spuren einfach. Also dass man wirklich von verschiedenen Stellen abgreift, dass man dann im Rechner sich 5, 6, 7 Spuren wie auch immer aufnimmt und dann später, wenn man wirklich ernsthaft vorhat, einen release-fertigen Track daraus zu bauen, dass man dann einfach einzelne Spuren hat, um die zu mastern und so weiter. Das würde ich noch zulassen, aber tatsächlich externe Effekte davon nutzen und so weiter oder zu synchron laufen zu lassen. Ich hatte am Anfang auch mit den Gedanken gespielt, aber das geht dann einfach so ein bisschen gegen das Prinzip irgendwie. Ja, das mit den einzelnen Spuren war für mich auch wichtig, dass ich sagte, wenn ich jetzt zum Beispiel Planetarium-Show mache oder ähnliches, dann kann ich ja nicht sagen, dass ich jetzt nur die Stereosumme aufnehme. Klar, kann ich, aber ich möchte es ja eventuell doch noch ein bisschen abmischen und damit Effekten machen oder sagen, ich packe einen Sound nach hinten oder wohin auch immer. Und deswegen habe ich gedacht, gut, dann gehe ich dann nochmal in den Ferrofischwandler rein und schicke mehrere Signale dann in Nuendo rein. Ja, genau. Ja. Ja, gut. Ja, also ich fand es, muss ich sagen, hilfreicher als es gibt dieses Buch über Modular A, wie heißt es denn? Ich habe in meiner ganzen Laufbahn als Musiker nicht ein einziges Buch gelesen. Okay. Ja, also es gibt ein Buch, was ganz viele weiterempfehlen und sagen, total geil. Ich meine, die meisten, die jetzt das Video sehen oder den Podcast hören, die wissen wahrscheinlich, was gemeint ist. Ja. Da sind ziemlich viele Module erklärt. Da gibt es auch Interviews mit Junkie XL, mit Richard Devine, Andrew Huang und ganz vielen anderen Künstlern. Und die erzählen auch ein bisschen was, wie sie das machen. Und es gibt auch so ein paar Workflows. Aber ich habe festgestellt, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt ein Kapitel lese über VCOs und dann werden da verschiedene VCOs vorgestellt. Klar, es können nicht alle sein, dafür gibt es zu viele und immer wieder neue, aber ich habe schon festgestellt, so die wichtigsten Sachen stehen da schon drin und irgendwie die Sampler. Aber was mir dann damit fehlt, ist ja, worauf es nachher ankommt, ist nicht, dass ich nur einen Sampler habe, sondern wie ich die ganzen Sachen jetzt miteinander verbinde. Ja. Und da gibt es in dem Buch für mich zu wenige Sachen, aber ich glaube, da ist auch ein Buch nicht für geschaffen. Nein, überhaupt nicht. Deswegen fand ich das jetzt total super, nochmal zu sehen, wie du Dinge benutzt und warum. Ich finde dieses Warum immer so wichtig. Ja, natürlich, klar. Also man lernt ja nie aus. Das ist ich habe jetzt gerade gesagt, ich habe nie ein Buch gelesen, wobei ich habe natürlich die ganzen Anleitungen gelesen. Das ist ja logisch, um das technisch zu verstehen. Ja. Natürlich hat man immer selber viele eigene Ideen, die man umsetzt und auch ausprobieren möchte, aber es spricht ja auch nichts dagegen oder es ist ja nicht verkehrt, sogar eigentlich besser oder förderlich, wenn man sich dann einfach mal Ideen von anderen holt oder sich mal ein bisschen inspirieren lässt und dann einfach auch sieht, ach, so kann ich das machen und dafür ist das da. Das wusste ich gar nicht, ich dachte, es wäre nur da und dafür da, so nach dem Motto. Ne? Genau, und dann eben gilt tatsächlich einfach sich hinsetzen und machen. Ne? Ja. So, und einfach probieren und tatsächlich dann auch einfach mal so Sachen probieren, wo man sich eigentlich denkt, das ist sowas Dummes, macht doch kein Mensch. Ja. So, ne? Und genau das probierst du und dann, das ist aber irgendwie geil, was gerade kommt. So, ne? Ja. So, und dann checkst du es aber. Das Wichtige ist, dass du dabei auch wirklich
verstehst, was passiert. Das ist das Wichtigste. Wenn du es einfach nur machst und es ist geil, aber du weißt nicht warum, dann hast du nichts gelernt. Dann, dann ist das geil, aber dann auch nur einmal, weil danach kannst du es nicht mehr anwenden, weil du weißt nicht warum. Hm. Dann steht irgendein Regler irgendwo anders oder sonstiges und du weißt nicht, warum das gemacht ist. Wichtig ist, dass du wirklich verfolgst und das verstehst. Und wenn du das dann verstanden hast, dann brennt sich das ein und dadurch erweiterst du quasi deinen Horizont, wenn man das so sagen kann. Ja. Manchmal, ja. Was für mich auch irgendwie nicht so den übelsten Sinn gemacht hat, dass Leute dann gesagt haben, sampled so das Modularsystem ab. Man kann natürlich hingehen und irgendwelche Sounds damit erzeugen, die wieder andersartig weiterbearbeitet werden, so irgendwelche Effekt-Sounds. Aber dass ich sage, ich erzeuge mir jetzt einen bestimmten Bass oder einen Pad-Sound. Also ich will nicht sagen, dass es jetzt komplett sinnlos ist, das jetzt nicht. Aber ich glaube... Da hast du schon ziemliche Zeit verschwendet. Ja. Das ist meine Aussage. Ja. Naja, ich glaube einfach, das Coole ist ja, dass so viel moduliert wird und passiert und nicht, dass du nachher ein statisches Sample hast. Richtig. Also Sound für reines Sounddesign, so wie ich es ja hauptberuflich mache. Also das heißt, wirklich an einem Synthesizer einen geil klingenden, sagen wir mal, Lead-Sound herzustellen, würde ich an einem Modularsystem niemals machen. Auch keinen Bass-Sound oder sonstiges. Natürlich kann man mal auf einen analogen Synthi zurückgreifen und so weiter. Die haben natürlich auch ihre Charakteristik, aber das würde ich an einem modularen Synth niemals machen, weil es, wie gesagt, ist Zeitverschwendung. Du bist so ewig lange dabei und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich wirklich irgendwie einen geilen Bassline-Sound habe, einen statischen, einen ziemlich geilen Bassline-Sound habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den auch mit Software irgendwie hinbekommen hätte. Ja. So, und da setze ich mich nicht ans modulare System. Modulare Systeme sind wirklich eben, wie ich vorhin sagte, dass du dich loslöst von dieser üblichen Denkweise und eben eine neue Art hast, Musik zu machen. Mhm. Und irgendwie andere Freiheiten hast und anderen Spaß und eben das Meditative und so weiter. Und das ist, glaube ich, so das, wo da die Vorteile liegen oder wo der Spaß liegt. Ja. Ja, also man merkt ihnen den Spaß an und ich hatte jetzt auch Spaß. Letztens war ja auch noch der, der Trans-Kollege. Arthur Morkel. Arthur? Ja. Arthur Morkel war ja auch noch da. Der, ja, bekannt unter dem Namen Alan Morris. Genau, Alan Morris, der ja Komponist und Sounddesigner. Mit dem absoluten Gehör. Liebe Grüße auch an der Stelle. Das ist irre, mit dem habe ich hier zusammengesessen und du musst Oszillatoren hier tunen, ne? Ja. So, und ich brauche immer meine Tools. Guck mal, da brauche ich, jetzt guck mal, da habe ich hier, ne, wie sagt man, bin ich in meine eigene Falle getappt, weil da nutze ich natürlich doch FL Studio. Okay. Aber nur, um die Dinger zu tunen. Also ich brauche einfach nur irgendwas, womit ich ablesen kann, auf welcher Tonhöhe bin ich. So, und du sitzt mit dem Arthur hier und du drehst so und dann, ja, warte noch ein bisschen noch. So, ja, das ist das C. Und dann gucke ich so und es ist einfach das C. Und ich denke, wie machst du das? Irre, ne? Er hat ein absolutes Gehör. Also das finde ich schon krass. Ja, ja, sorry, ich habe dich jetzt unterbrochen. Ja, völlig zu Recht. Ja. Man merkt den Spaß an. Übrigens zum Tune, da ist mir aufgefallen, dass der Plates ja auch keine Rasterung hat. Also genau, beim Semitons. Moment. Welcher war das denn noch? Also ich meine, der Plates ist nur in Semitonabständen. Da kommst du nicht zwischen die Semitones, wenn ich mich nicht täusche. Das ist, der Regler ist stufenlos selber, aber intern, glaube ich, geht da nur Semiton-schrittweise. Ich bin mir nicht sicher, ob der das war oder ob das der Rings war. Können wir mal meinen kurz anhören? Logisch, warte. Dann mal. Zerschießt man nicht deinen, sondern nur meinen. Ja. So. Ich nehme mal hier den raus. Ja, wir können jetzt mal den Trigger auch rausnehmen. Ja. Achso, warte, ich muss mal die Hauptlautstärke erstmal wieder hochdrehen. So, den Trigger nehmen wir auch mal raus. Noch haben wir keinen Sound, weil ich an dem falschen Mixer drehe. So, dann machen wir hier. So. Immer ganz feuchtig, ne? Dass wir keinen Schock kriegen. Ja, ja. So, und dann müssen wir hier auch noch auf On stellen. Moment. So, okay, dann gehen wir mal in. Okay, wir haben einen schrägen Sound gerade. Genau, vielleicht nehmen wir mal hier. Ja, den ersten, glaube ich, ne? Ah, der wird moduliert hier, glaube ich, gerade. Ja, genau. Nehmen wir auch mal raus. Ne, okay, der ist stufenlos. Ja. Dann habe ich mich vertan. Oder es gab eine andere Voraus. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie habe ich irgendein Modul habe ich im Kopf hier, wo das nicht stufenlos war. Ja. Dann war es nicht der Platz, dann war es was anderes. Dann, ja.
Wie kamen wir da jetzt hin? Wie war, was war die Frage? Können wir die ausschalten? Ja, ja, wir können mal, wieso brummt das so schön? Das ist halt einfach sinnlos vor sich hin brummt. Ne? Durchlaufen lassen. Ja, weil ich dann schade fand, weil ich dachte, Mensch, das Ding ist doch digital. Ja. Wieso ist da keine Rasterung? Ja. Ist ja schön, dass ich den ein bisschen verstimmen kann. Ich glaube, das liegt, oder also ich kann es auch nur mutmaßen. Ja. Aber ich schätze mal zum einen, dass du eben, dass du keine Rasterung generell hast. Und zum anderen, es gibt ja neben den chromatischen Tonleitern gibt es ja auch noch ganz andere, die ganz andere Skalierung haben. Und so, und mal angenommen, ein Freund irgendwie aus dem Orient oder sonst wo möchte halt seine Musik machen mit seinen Tonleitern, dann wird das nicht funktionieren, weil es gibt ja Tonleiter, wo du dann auf der Skala in eine Oktave, wir haben ja 12 Unterteilungen, die mathematisch ja gleich voneinander entfernt sind. Es gibt ja welche, die haben nur 8 Unterteilungen oder sowas, die gleich entfernt sind, was für uns irgendwie schräg klingt, was für andere aber irgendwie doch wieder schön klingt. Kann man sich nicht vorstellen, aber ist ja scheinbar so. Es wird ja mittlerweile, ich kriege das auch mit, in den ganzen Synths wird das jetzt nachträglich noch eingebaut. Also Synths, die das noch nicht haben. Viele haben das aber auch schon, dass du dann wirklich diese Tonleiter und sowas umstellen kannst. Vielleicht ist das der Hintergrund. Andererseits glaube ich, nee, warte mal, die Erklärung ist, glaube ich, viel einfacher. Wenn du jetzt ein LFO drauflegst und du möchtest Frequenz modulieren, dann hättest du ja Abstufung. Das wäre ja schlecht, oder? Wenn du jetzt ein LFO auf die Tonhöhe legst, ja, genau, dann hättest du nicht, sondern. Ja, ich habe mich nur, dass das Ding nicht nur eine Rasterung ist, sondern einfach, dass in der Mitte einrastert. Ja, du meinst der Regler in der Mitte. Ja, ja, genau. Dass er einfach nur in der Mitte diesen. Und da ist die C-Note. Ja, genau. Das ist, okay, klar, sicher, das hätte man machen können. Okay. Ja. Ich dachte, es geht darum, wenn du den jetzt weiterschiebst, ob der dann, dass er dann von C auf Cis springt und so weiter. Ah, okay. Da war ich jetzt gewesen. Okay. Denn da muss ich ja wirklich tunen. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Tuner-Module. NextData habe ich jetzt gehört. Auch, genau, Data ist ja. Oder Data, ja. Ja, genau. Es ist ja ein großes Oszilloskop. Ich habe jetzt hier ein kleines. Ist ein großes Oszilloskop, wo du auch Tuning-Funktionen hast und ich glaube 4 Wellen und so anzeigen lassen kannst. Auch ein sehr mächtiges Tool, denn irgendwann möchte ich den auch nochmal haben. Aber der ist zum Beispiel nicht wirklich notwendig, weil ich habe ein kleines Oszilloskop und tune kann ich, wie gesagt, hier auch an FL Studio. Das hat bislang immer ganz gut funktioniert. Das ist ein guter Tipp, das kann ich dann auch in Nuendo machen oder so. Ja. Nur da muss ich wieder auf 2 Displays gucken. Ne? Natürlich, jetzt ist am besten ist es wirklich, wenn du es am Anfang machst, du steckst natürlich ja alles ab, fängst ja an und ich gehe dann erstmal her, nimm einen Sequencer, lass dort eine ganze Zeit ein C laufen und dann gehe ich in alle Oszillatoren rein und tune die erstmal auf C. Aber lass am besten, wenn du analoge Oszillatoren hast, Gerät erstmal so 5 Minuten an, dass alles warm wird, weil sonst ist es später wieder so minimal vertuned und sowas. Ne? Ja. Genau. Bis jetzt habe ich ja nur den Plates und könnte noch was aus dem Tiles rausholen und aus dem Discman X. Das heißt, bis jetzt sind alle analog, digital. Ja, ja. Aber klar, sobald das analog ist. Ja. Ja, hier die Hysteria zum Beispiel, die kleinen Dinger, die sind voll analog. Mhm. Also die haben aber zum Beispiel einen Quantize-Button drin. Achso, wolltest du nochmal schauen? Genau. Die haben einen Quantize-Button drin, wenn ich den aktiviere, dann ist wirklich auf Semitonhöhe. Korrekt, wobei ich habe mir den einen irgendwie kaputt gemacht, glaube ich, was das Quantize angeht. Du kannst den rausnehmen, der war irgendwie minimal verstimmt und du kannst den aber nachstimmen. Und ich glaube, das habe ich irgendwie falsch gemacht, weil wenn ich den Quantize anmache, dann geht das irgendwann raus. So, je höher ich gehe, desto mehr merkst du, dass die Töne immer mehr daneben liegen. So, das kann man wieder korrigieren, das war einfach nur meine Schuld, da war ich ein bisschen zu blöd. So, also es ist nicht das Modul selbst gewesen oder so. Ist aber voll analog, genauso wie der Behringer, dieser Doppel-VCO hier, der ist auch voll analog und diese beiden Halbmodulen Synths, genau, das sind die hier. Mhm. So, und diese beiden Halbmodulen, die sind auch voll analog. So, und genau, das merkst du auch so, wenn du am Regler, also irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie, wenn du am Regler drehst von der Tonhöhe, diese Veränderung der Tonhöhe, dass man merkt irgendwie, dass es analog ist. Frag mich nicht, warum. Aber man merkt es einfach, ne? Also, und, also ich glaube fast, wenn ich mir was holen würde, dann wären es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Neutron und Pro, jetzt nicht wegen des Sounds, weil ich denke, da auf der einen Seite ist viel drin. Ja. Aber ich denke, die brauchen natürlich auch viel, viel Platz. Also es ist mehr Platz als jetzt hier ein VCO. Das ist jetzt nur ein VCO, das ist mehr als ein VCO. Richtig, genau. Aber du hast ja hier hast du jetzt
zwei VCOs, die du separat steuern kannst. Du hast einen Filter mit sämtlichen Einstellmöglichkeiten, Resonanz und so weiter und Envelope Depths und so. Hast du hier ein LFO, du hast zwei ADSR-Höhekurven, du hast einen Noise-Generator, du hast doch drei Effekte, Distortion, Delay und, oder waren es doch nur zwei? Ich glaube, es waren doch nur zwei. Und dann hast du ja, hier so ein Slew-Limiter, also womit du dann eben so Gleiteffekte machen kannst. Ja. Und zwei Attenuators. Und du kannst alles eigenständig nutzen. Und alles das, was ich wirklich benutzt, gesagt habe, aufgezählt habe, kannst du hier ansprechen. Hier hast du deine Inputs, hier hast du deine Outputs, hast gewisse Modulationsmöglichkeiten. Und wenn du das als Module hättest, wäre, glaube ich, die ganze Bandbreite hier. Hast du recht. Und für den Preis ist das natürlich unschlagbar. Das ist das, was ich vorhin meine. Also,